Manchmal, wenn ich vor mir den Tisch voll Arbeit seh, mir Zeit wie Wasser durch die Finger rinnt, dann lehn ich mich zurück und mach die Augen zu und träume vor mich hin fast wie ein Kind. Dann rollt all das, was vor zig Jahren war, wie in einem Kino vor mir ab. In Zeitlupe als Slapstick, oft mit schlechtem Ton, die Dramen und Komödien, die es gab. Mir fallen dann all die kleinen Dinge ein, die ich als Kind so gerne hab getan. Verstecken spielen, auf Bäume klettern, einkriegen Zeck, Streiche spielen und Räuber und Gendarm. Und jedes Mal, wenn ich zu spät nach Hause kam, gab's Ärger, manchmal obendrein Arrest. Doch betteln und versprechen, dass es besser wird, gab selbst solch harten Strafen schnell den Rest. Und dann war da noch das alte Abrisshaus, dort fanden wir uns nach der Schule ein. Von Bier und Zigaretten wurd fast allen schlecht, doch wer von uns gestand das damals ein? Erwachsensein war Trumpf, dazu gehörte auch einmal das tun, was die Großen täglich tun. Egal, ob man sich dabei wohlfühlt oder nicht, zu Haus war dann ja Zeit, sich auszuruhen. Durch die Finger rinnt, dann lehn ich mich zurück und mach die Augen zu und träume vor mich hin fast wie ein Kind. Und jedes Mal durchlebe ich ein kleines Stück von dem, was einmal meine Kindheit war. Ein Mosaik, das langsam sich zusammenfügt, wird eines Tages vielleicht als Ganzes wahrnehmbar.